Ihr Lieben, heute nehme ich euch ins schicke Hotel Mövenpick in Münster mit, das ca. 5 Gehminuten vom schönen Aasee entfernt liegt. Gefällt's euch? Unser 4-Bettzimmer kommt uns etwas dunkel vor, da es sich auf der ersten Etage befindet und ein anderes Gebäude vor unserem Fenster steht. Fragt also unbedingt bei der Buchung, ob ihr weiter oben mit einem schönen Ausblick übernachten könnt. Hotels sind für eine hervorragende Küche bekannt. Egal wie viel ihr plant, nehmt euch Zeit fürs Frühstück und probiert das Bircher Müsli. Ich verspreche euch, dass ihr auch dann begeistert seid, wenn euch Körner sonst zu gesund sind. Nach Schweizer Originalrezept erlebt ihr Genuss pur. Was ist denn die Emmy? Als erstes steht der Allwetterzoo auf dem Programm. Von dem 5 Kilometer langen Weg ist 1 Kilometer bedacht. Der Allwetterzoo engagiert sich für den Artenschutz. Trotzdem müssten einige Tiere wie die Tiger meiner Meinung nach mehr Platz haben. Mit dem Mühlenhof geht es weiter. Ich hatte ja erst Bedenken, dass unsere Kinder die Geschichte des Münsterlandes langweilig finden, aber gar nicht. Sie laufen neugierig in die Bauwerke aus dem 16. bis 19. Jahrhundert. Ich finde, da sind die Schuhe heute bequemer, oder? Wollt ihr lieber solche Schuhe haben? Guck mal, vergleichen wir die mal. So hat die Schule früher ausgesehen. Lea, welche Schule findest du denn schöner? Deine oder diese hier? Meine. Wieso findest du deine Schule schöner? Ja. Thank you.
Wir wollen zu den Dinos, rufen die Kids auf dem Weg zum LWL Naturkundemuseum. Es wurde 1892 gegründet und zeigt auf einer Fläche von ca. 4200 Quadratmetern Sonder- und Dauerausstellungen. Die Raubsaurier passen zu neuesten Forschungsergebnissen. Sie tragen Federn. Dankeschön fürs Anschauen, ihr Lieben. Wenn ihr auch in der Zukunft Tipps zum Thema Reisen mit Kindern haben möchtet, dann abonniert doch meinen YouTube-Kanal Elli Scheber TV. Dankeschön und bis bald wieder.